Hallo und herzlich willkommen hier zum Angelspiel mit mir, dem Ingo Viva. Und ich will heute mal so gucken, was ich als Angler doch alles so erreichen kann in diesem Spiel. Wie gut ich bin, ja, wie ich das alles so, ja, so die Ruhe, ja, das ist ja gerade so meine Sache, so das ruhige irgendwo sitzen am Wasser und dann auch vielleicht mal schauen, dass ich auch ein paar Fische angel, die ich aber nicht essen werde, sondern immer, weil ich ja ein pflichtbewusster Mensch bin und halt, das Ganze, wie gesagt, alles nur als Hobby sehe, werbe ich halt natürlich die Fische wieder zurück. Hallo, warum soll ich die auch behalten, ja, als Trophäe, mein Gott, da kriege ich zwar Geld für so einen, keine Ahnung, Fisch, ja. Wollen wir einfach mal gucken. Ich bin gespannt und ich würde sagen, wir werfen einfach mal diese Angel jetzt aus. Und warten. Ja? Wir müssen natürlich auch ein bisschen ruhiger jetzt sein, weil sonst erschrecken wir natürlich die Fische. Das wollen wir natürlich nicht. Können wir natürlich... Ja, guck mal. Oh, es bewegt sich was. Es bewegt sich was. Ich habe schon den ersten Fisch. Was haben wir da gefangen? Und zwar, wir haben einen Blacktail Shiner gefangen. Aber wie gesagt, den freilassen wieder. Ja, wir sind ja keine Monster. Vielleicht doch. Oh, warte. Ich muss mal ganz kurz gucken. In den Optionen. Wo waren die denn nochmal, die Optionen? Wo konnte ich denn nochmal gucken? F1 war das, genau. L11. Okay, 11. F11. F11. Genau, da haben wir jetzt die Leine, haben wir so. Und jetzt können wir selber mal ein bisschen auswerfen. 18 Meter. So. Vielleicht fangen wir da ja natürlich andere Fische. Wollen wir mal gucken. Ja. Andere Angelleute, ich sehe keinen. Wir sind also ganz alleine um 5.34 Uhr am Tag 1 von 1. 18 Grad haben wir schon. Was, um 5.35 Uhr? Ach, nachmittags. Ach so, oder nee. Da müsste 17 Uhr stehen eigentlich. Okay. Jetzt gucken wir mal. Ganz gespannt. Und diese Ruhe. Ich muss ja sagen, die... Komm her. Oh, da haben wir einen dicken, da haben wir einen dicken, da haben wir einen dicken, oder? Was haben wir da? Ein junger Forellenbarsch. What? Ach komm, die behalten wir aber. Ein bisschen was behalten wir. Was wollte ich jetzt sagen? Was wollte ich sagen? Irgendwas wollte ich sagen. Ach so, das Spiel ist kostenlos, ja? Oder? Kostet was? Oder nur ein paar Cent. Kann natürlich auch sein. Ich glaube 89 Cent auf Steam, ja? Aber Verlinkung natürlich wieder in der Beschreibung. Und ihr kennt mich. So. Wir können hier viele Sachen einstellen, wirklich. Also man kann zum Beispiel auch die Tiefe des Haken einstellen. Ich habe die jetzt, glaube ich, auf einen halben Meter eingestellt. Mal gucken. Ich fange gerade mit Regenwürmern. Man kann natürlich auch auswählen. Ich zeige euch gleich auch mal den Shop so ein bisschen. Und jetzt im Moment nix. Das ist halt das Warten beim Angeln, ja. Man muss halt Geduld haben, ja. Nicht irgendwie so, jetzt komm Fisch, jetzt mach mal. Nein, das geht natürlich nicht. Also man muss echt schön ruhig bleiben. Ja, die Vögel zwitschern ja so im Hintergrund. Und einfach warten. Wie gesagt, noch ist alles ruhig. Oh, jetzt. Er bewegt sich, ein Fisch ist auf jeden Fall am Knabbern schon mal. Schon wieder am Knabbern. Komm, Jungs. Lecker Regenwürmer. So lecker. Und was haben wir da gefangen? Zuck. Ach, schon wieder ein Jungforellenbarsch. Freilassen. Ich behalte ihn, aber ich setze ihn dann später natürlich dann wieder rein. Also, ist klar. Also, töten tue ich die jetzt nicht. Komm, wir gehen mal zu einem anderen Ort. Man kann ja auch hier so ein paar andere Orte sich angucken, wo wir angeln können. Wir können zum Beispiel hier jetzt mal hingehen. Ist ein neuer Ort, ja. So, guck mal. Und jetzt werfen wir mal unsere Angel aus. Blub. 21 Schmäder. Was? Das Anschlagen war zu früh, habe gar nichts gemacht. Ey, ich nichts machen. Ich nur angeln. Ich mach doch gar nichts.
Na gut, wenn wir jetzt wieder ein Forellendings fangen, dann vielleicht erhöhen wir mal einfach mal... Oh, da kommt schon was. Erhöhen wir uns einfach mal unsere... Komm her, du. Und? Wollt ihr mich verarschen? Der hat so einen Druck drauf. Aber den Stumpfnasen-Zwergdöbel. Stumpf... Geiler Name, ey. Ey, der gefällt mir. Der gefällt mir echt gut. Muss ich mal sagen. So, jetzt erhöhen wir mal einfach mal die Tauchmenge. Oh. Entschuldigung. Daran wollten wir ja gar nicht. Genau, wir wollten mal die Tiefe auf 1,30 Meter machen wir das mal, oder? 1,30 Meter. Ja, 1,30 Meter ist gut. Dann gucken wir mal, was es da für leckere Fische wieder gibt. Ah, die Ruhe. Echt schön. Oh, es bewegt sich schon wieder. Mein Gott, der Teich ist ja voll mit Fischen. Komm. Na, die Jungs, die wollen noch nicht. Ich weiß natürlich jetzt nicht... Ist es was? Ist es was dran? Ist was dran? Oh, da ist wieder ein kleiner... Was haben wir da? Kommonscheiner. Kommonscheiner. Behalten wir auch. So, so gehen wir noch mal einen Platz weiter. Ja, wir können ja noch einen. Vielleicht fangen wir da noch was anderes. Gehen wir mal den Weg noch weiter entlang. Vielleicht gibt es da ja noch bessere Fische. Wir können jetzt... Nee, das ist ja der gleiche Weg. Wir können jetzt dahin gehen. Oder sollen wir mal... Ach komm, wir gehen mal zu dieser Stelle. So, dahin darf ich auf jeden Fall nicht werfen. Ich darf nur, wenn dann da hinten ihn werfen. Ich weiß natürlich nicht, ist das hier tief genug? Aber wir probieren es einfach mal aus. Und warten wieder. Okay, der Schwimmer ist ganz normal, also ist die Tiefe okay. Also ist jetzt nicht, weil man merkt es auch, habe ich erklärt bekommen natürlich vom Tutorial, was das Spiel auch hat. Dass halt, wenn der Dings auf der Seite liegt, dann ist es halt dann zu niedrig und so. Und er muss halt hängen und schwimmen im Wasser. Das ist halt das Anfangsgebiet, muss man auch noch von vornherein sagen. Also es ist nicht alles, ich kann es auch gleich auch alles einmal zeigen, komm. Wir fangen jetzt noch einen Fisch und dann zeige ich euch mal kurz das Menü. Ja, Einkaufsladen, die Angelrüstungssachen, die man kaufen kann. Also da gibt es einiges, was man wirklich dann kaufen kann. Nicht mit Echtgeld, sondern halt mit Spielgeld. Ja. Man hat theoretisch auch noch einen Chat da unten noch stehen, aber den habe ich jetzt weggemacht, weil, wie gesagt, das stört. Und ich habe auch eh ein privates Spiel in dem Sinne gemacht. Also man kann aber auch online halt, dann sieht man halt, Ingo Viva hat den und den Fisch geangelt mit der und dem Gewicht. Blablabla, ne, schlag mich tot. Und, oh, das könnte jetzt problematisch werden. Weil das ist das Grünzeug, die Algen, nicht, dass das sich verheddert. Weil wenn es sich verheddert, dann muss ich Schnipp-Schnipp machen und dann ist die Angelschnur... kaputt, dann ist aber auch alles weg, dann muss ich mir alles wieder neu kaufen. Es kostet aber nicht viel, also jetzt nicht, dass man denkt so, boah, die Preise sind volle Kanne übertrieben oder so, nein. Oh, jetzt aber alles ruhig. Jungs. Wollt ihr etwa nicht? Na, wir warten noch mal ein bisschen. Muss ja nicht immer alles sofort gehen, ne? Es kann ja auch ein bisschen das dauern. So. Nur wie gesagt, das Algenzeug, das macht mir echt ein bisschen Probleme. Ich habe mich schon mal darin verheddert. Und das war echt scheiße. Man soll zwar versuchen mit so einem Trick so ziehen, glaube ich. Aber irgendwie, das hat nicht gefunzt. Der war zu dick drin. Da musste ich halt die Schnur abschneiden. Und ja. Oh, jetzt. Da bewegt sich was. Komm. Einmal bitte nochmal dran. Komm. Oh, bitte. Nicht nur knabbern. Hör mal, es ist auch nicht nur die Krümmel, sondern es ist das ganze Brötchen. Komm. So, 6.04 Uhr haben wir. Also es ist schon in dem Sinne realistisch, weil man halt wirklich verschiedene Angeln sich dann kaufen kann im Spiel. Und ach, ich kenne mich da eigentlich gar nicht. Ich bin, muss man ganz ehrlich sagen, ich bin gar kein Angler. Ja, ich tue nur so. Aber ich dachte halt, dass das wäre jetzt mal irgendwie mal cool für das Spiel. Also ich dachte mir, ach komm. Weil ich wollte schon immer mal ein Angelspiel mal testen. Oder testen nicht, sondern halt mal spielen. Und mal für einfach mal so zu gucken, wie ist das überhaupt. Und bis jetzt, wie gesagt, es ist halt... Man muss halt schon so ein bisschen da so seine
ja, so eine Angelleidenschaft entwickeln. Ich hab's, wie gesagt, nicht so richtig, weil, wie gesagt, ich könnte jetzt nicht, sagen wir mal, so wie ein normales Spiel, 2-3 Stunden am Stück, das halt jetzt spielen. Also ich denke mal, für zwischendurch ist das ganz okay. Also. Aber da ist nichts. Da bewegt sich ab und zu mal, ab und zu zuckt mal was. Aber jetzt. Boah, jetzt hole ich dich rein, Alter. Komm. Und was haben wir da? Ach, schon wieder ein. Ja, den lassen wir jetzt mal frei. Den lassen wir frei. Der hat sich nicht gelohnt. So, und jetzt öffnen wir mal. Achso. Da gucken wir jetzt mal kurz die... möchten Sie gehen? Nein. Machen wir erstmal kurz Dingsbums angucken. Warte mal, ich muss mal kurz einmal schauen. So, da sind wir wieder. Alter, habe ich voll verkackt. Abgeschmiert das Spiel. So, aber hier sind wir jetzt im Angelmenü drin. Das ist meine Ausrüstung. Ich habe selber, könnte ich mir jetzt Regenschuhe und das alles kaufen und eine Weste und so. Aber wie gesagt, wir haben halt unsere Angel, wir haben unseren Schwimmer, unseren Haken, unsere Würmer, unsere Dingsbums da zum Einholen. Dann halt die Angelschnur, die wir verwenden. Und das da unten, keine Ahnung, was das ist. Weiß ich nicht. Ah, das ist ein Gürtel, wo man die Fische dranhängen kann. Okay. Und das sind halt alles die Sachen, die ich halt im Inventar drin habe. Halt Haken 10, das heißt Größe 10, Größe 6, Größe 8. Dann halt eine Spule mit 150 Meter, die halt, weiß ich, einen Durchmesser hat von 0,12 mm, Farbe Low with Green, keine Ahnung, ob das irgendwie von relevant ist, keine Ahnung. Dann Köderbrot, Teigbällchen, besoffener Wurm, den habe ich gefunden und Regenwürmer. So, das ist halt das Menü. Okay, so, dann gehen wir mal kurz in den Shop. Jetzt Angelrouten zum Beispiel hier, Spinning Route. Für 38 könnte ich mir kaufen, kann ich aber irgendwie nicht, weil, keine Ahnung, ich habe zwar genug Geld, man sieht ja da oben, 805 Euro habe ich, echt Geld habe ich irgendwie 3 oder irgendwie so Münzen, ne Gold, oh, ich hab Gold sogar, mein Gott, dann gibt es Teleskop-Dinger, die könnte ich mir kaufen, Telefold, keine Ahnung, habe ich die überhaupt? Welche habe ich überhaupt, mal kurz, bevor ich hier irgendwie Scheiße erzähle, warte mal, Haken, das, das sind die ganzen Schwimmer, das, wie heißt denn meine Angel hier? Ich hab keine Ahnung. Warte mal, die tun wir mal kurz weg. Kann man die nicht wegtun? Kann man nicht wegtun. Ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Weiß ich nicht. So, gucken wir nochmal ganz kurz hier. So. Machtrouten, Castingrouten, Feder coming soon. Also ist halt noch in der Early Access, glaube ich. Ja. So, dann haben wir Schnüre. An die Spulen, genau, Spulen heißen die, genau. Die haben wir aber. Jetzt könnte ich mir theoretisch die 1000 Links, kann ich mir aber auch nicht kaufen. Ich weiß nicht warum. Oder ob ich nicht so viel tragen kann, weiß ich nicht. Castingrollen haben, gibt es noch gar keine. Das sind hier die ganzen Spulensorten da von 0,8 Dingsbums Millimeter. Ich denke mal, das ist natürlich auch von Fisch, also ich denke mal, so eine dicke 25 Millimeter braucht man halt, um, sagen wir mal, Hecht und sowas zu fangen. Könnte ich mir vorstellen, aber ich kann es, wie gesagt, auch nicht kaufen, darum weiß ich nicht. Ach, Stufe 2, ah, da brauche ich Stufe 3 für, um die Spule zu... Ah, okay, darum kann ich mir die nicht kaufen. Kescher brauche ich Stufe 4 für. Halt hier, das sind die ganzen, keine Ahnung, Dinger hier so... Also, es gibt genug Sachen. Lockmittel kann ich mir noch gar nichts von kaufen. Erste Stufe 3. Köder, davon kann ich mir ein paar kaufen. Ah, Käse könnte ich mir jetzt kaufen. Noch Dosenfutter oder solche Sachen. Lizenzen. Das sind halt Lizenzen. Wie gesagt, die kann ich mir erst ab Stufe 14 kann ich erst mir eine einfache Oregon-Lizenz kaufen. Weil, ich gehe mal ganz kurz. Ja. Wir reisen mal ganz kurz zur Weltkarte. Das ist die Weltkarte. Und hier sind wir jetzt gerade. Und das sind so die anderen Gebiete, wo man hinreisen kann. Die kann man aber auch erst ab Stufe 11, Stufe 5, Stufe 20, Stufe 16, 22, 14 und 18. Also wäre Stufe 5, wäre das Gebiet in dem Sinne als nächstes dran. Aber man braucht so lange, habe ich das Gefühl... dahin zu, also wie gesagt, zu, also müsste theoretisch jetzt wirklich nacheinander immer Angel auswerfen, Fisch, weil man kriegt halt pro Fisch immer halt Erfahrungspunkte und dadurch dann halt dann auch das Level dann hoch. Ja, gut. Ja. Aber es kommt alles noch. So, jetzt gehen wir nochmal kurz back. Ah ne, schön, wir wollten ja so.
Einmal kurz bitte reisen. Nochmal kurz zum Teich. Wir wollen ja nochmal ein bisschen was fangen hier. So, wir nehmen jetzt aber einen anderen Standpunkt. Den hatten wir vorhin gehabt. Wir gehen jetzt mal zu diesem Standpunkt hin. Neuer privater Chatroom. So, und da ist auch das ganze Chat. Ich muss mal kurz gucken. Ah, lassen wir einfach. Komm, lassen wir einfach. So, guck mal, hier sind Kanus. Aber nicht glauben, dass man damit jetzt wegfahren könnte. Was wollte ich machen? Genau, 11, zack. Wir können jetzt auch hier so den Ort. Ja, so weit wollen wir werfen. Oh, nee. Nein! Alter, 12 Meter nur. Ja gut, gucken wir mal, was in 12 Metern da so liegt. Guck. Da knabbern sie sofort. Vielleicht ist der Platz ja ein bisschen spezieller, dass man da vielleicht besser fängt. Okay, hat krumm Lager, aber es liegt aber daran, dass ich jetzt gerade mit meiner Angel so ein bisschen mich bewegt habe. Wenn ihr natürlich Tipps habt und sagt, ey, wow, hallo. Schon wieder so ein kleiner Pissfisch. Blacktail Shiner. Komm, behalten wir. Guck, da steht jetzt Ingo Viva. Spieler hat 0,12 Kilogramm Blacktail Shiner gefangen. Wenn ihr gesagt Anregungen habt zu dem Spiel und sagt, ey, versucht doch mal das und das zu machen oder ab der und der Tiefe, da gibt's richtig die geilen Fische, die auch richtig Punkte bringen. Dann wie gesagt, ich bin für alles, bin ich offen. Also ihr könnt ihr halt in die Kommentare schreiben. Und natürlich auch, ich muss mal gucken, es ist jetzt kein Let's Play von mir, ja, das wollen wir jetzt mal ganz Ende sagen. Ist einfach so, weil ich Bock drauf hab, kommen vielleicht ein paar Folgen, versucht anzubeißen. Ist aber entkommen. Mensch, Fisch, was ist los? Wenn ihr halt, wie gesagt, ich guck halt, wie gesagt, ich denke mal, da kommen ein paar Folgen, kommen bestimmt. Ja, wir haben ja, so wie gesagt, so ein neues System da drin, was ich auch schon erklärt habe mit Big Mana zusammen, wie wir halt unsere Aufnahmen jetzt so machen und unsere Spiele, dass wir halt das hochladen, wo wir gerade Bock zu haben. Und das ist gerade so ein Spiel, wo ich wirklich sagte, komm, habe ich vorhin gesehen, mach's mal drauf, probier's doch mal. Ja, weil ich schon immer angeln wollte. Oh, hat er gerade? Ist aber entkommen, Mensch, Fisch, du brauchst doch nicht mehr entkommen, ich tu dir doch nichts, ich lass dich auch frei. Nix los da. Oh, oh. Jetzt kommt wieder so ein kleiner Pissfisch nur. Ja, genau. Alter, da habe ich doch schon. Mensch. Hä? Ist ein bisschen schwerer gewesen. Ich angel noch einmal kurz mal in die Richtung. Blub. Na, gucken wir mal. Weil ich denke mal, wenn man halt auch Level hochsteigt, klar, und dann halt an die anderen Gebiete, da kommen natürlich ein bisschen dickere Fische. Ich hatte auch beim ersten Mal, wo ich es ausprobiert hatte, habe ich mal geguckt, da gab es natürlich auch Leute, die haben sofort 12 Kilo Fisch und so gefangen, also richtig große Brocken. Okay, es bewegt sich wieder. Und da haben die echt, muss man ganz ehrlich sagen, dicke Dinger rausgeangelt. Und das sind einfach Leute, die angeln halt an Orten, da bin ich noch längst noch nicht. Da ist wieder einer. Schon wieder einer? Alter, den habe ich doch schon. Gott, komm, wir gehen mal zum anderen Ort hin. Ich will auf jeden Fall Stufe 3 werden. Ja. Gehen wir mal zu diesem Ort. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Besoffener Wurm. Ja, ich habe wieder besoffenen Wurm zugestellt bekommen. Scheiße. Okay. Bereit, Jungs? Oder sollen wir mal vielleicht mal die nochmal kurz ändern? Vielleicht auf 80 cm. Gucken wir mal. So, ein bisschen im Blick halten muss ich das Ganze. Weil ich gucke zwar auf da oben auf das Symbol, aber ich gucke auch gerne halt dann zu dem Schwimmer hin, ja. Was ist ja realistischer eigentlich.
Oh, ich muss das Futter vielleicht mal ausprobieren. Mit vielleicht Brot mal nehmen, anstatt Würmer. Aber ich denke mir immer, Würmer sind halt schmackhafter. Hallo? Ich esse ja auch lieber ein Steak, anstatt ein Tofu-Steak. So, als Vergleich. Das mal zu dem. Ich weiß, das ist bescheuert gewesen, aber es stimmt. Das Gefühl, dass vielleicht die 80 cm vielleicht doch nicht so gut waren. Vielleicht liegt es ja bei 50 oder bei 100, vielleicht immer in der Grenze, dass man so mittendrin so gar nicht so, weil es sind ja auch natürlich die Fische. Es gibt natürlich Fische, habe ich gehört, die schwimmen halt am Boden, ja. Das sind halt mehr so Bodenfische. Und es gibt natürlich Fische, die schwimmen ganz oben, das sind so die kleineren, habe ich immer das Gefühl, und mittendrin sind so die mittleren, eigentlich. Das heißt aber nicht, dass ganz unten auf dem Boden keine kleinen Fische schwimmen, so. Ah, 5.22 Uhr. Ziemlich früh. Aber schon 18 Grad. Sehr geil. Fish Jail, Stringer, kurz. Aber wir probieren es gleich noch einmal mit anderem Futter. Ich warte jetzt darauf, wenn es gleich nicht kommt, ziehe ich wieder ein. Ist mir scheißegal. Kriegt ihr keine Würmer, kriegt ihr halt was anderes. Aber ich will gerne Würmer fangen. Da. Es knabbert einer dran. Komm! Mann! Ihr sollt nicht nur dran knabbern. Dafür sind die Wer... Was ist denn jetzt? Wollt ihr mich verarschen? Hab ich da überhaupt jetzt einen... Doch, Haken ist dran. Okay, nehmen wir mal Brot. So, jetzt haben wir Brot dran. Versuchen wir es nochmal. Zack. Und einmal bitte die Angststufe wieder rauswerfen, bitte. Vielleicht geht es mit Brot ja besser. Weil gibt es auch Fische, die keine Würmer mögen. Ja, vegetarische Fische sozusagen. Die sich nur von Algen und so ernähren. Gibt es bestimmt. Ohne Spaß, wenn ich gerade nachdenke. Eigentlich viele Fische essen ja eigentlich. Oder? Boah, Alter, ich kenne mich so wenig aus mit Fischen. Mein Opa hatte früher ein Aquarium gehabt, ja. Das war aber auch das Einzige, was ich so mit... Nee, ich habe auch schon mal geangelt, stimmt. Das ist aber schon länger her, ey. Boah, lange her, ey. War in Schweden, waren wir da an so einem See. Mein Bruder hatte eine Angel. Also nicht Big Man, sondern mein mittlerer Bruder. Und da haben wir dann... Was haben wir da gefangen? So einen großen Fisch. So. Ja. Und dann... haben wir versucht, den Haken wieder raus, weil wir wollten den wieder freilassen, aber haben es auch irgendwie nicht geschissen bekommen fürs erste Mal. Und dann mussten wir ihn halt töten. Geht nicht anders. Darum finde ich es auch gut, dass man wirklich Angellizenzen eigentlich braucht, wo man wirklich dann sieht, okay, er ist erfahren, er weiß, wie man Fische tötet, weil er ist halt ein Lebewesen. Und nicht einfach einmal rausholen, mit, weiß ich, einen Stab oben auf dem Kopf, dann trifft man nicht richtig, dann ist er nur verletzt und dann quält er sich noch. Und das ist echt scheiße. Dann lieber sagen, komm, man holt halt wirklich sich so eine Angellizenz und angelt dann. Es gibt natürlich auch Seen, wo man halt per Geld einfach angeln kann. Das sind so Zuchtteiche, aber halt an den öffentlichen, meinen wir halt, ne? Ich glaube, wollen wir halt ungerne. Oh, es bewegt sich. Komm. Das Boot müsste eigentlich schon längst durchgeweicht sein. Oh, der ist aber ein bisschen schwerer. Behalten. So, jetzt gehen wir noch einmal ganz kurz zum anderen Gebiet hin und machen auch eine andere Angeltiefe. Gehen wir hier mal hin. So, Angeltiefe verringern wir noch auf 50 Zentimeter. Oh, vielleicht werfe ich auch die Stutze so weit aus. Kann auch sein. Ich, wie gesagt, keine Ahnung. Ihr könnt, wie gesagt, in die Kommentare schreiben. Und dann können wir Rat und Tat zur Seite stehen, sozusagen. Fürs nächste Mal dann. Weil es gibt auf jeden Fall noch. Also, ich werde es jetzt nicht nur mit einer Folge belassen. Ich denke mal, da wollen wir ein bisschen was machen. Solange es Spaß macht halt, ne? Auch, kommt auch hinzu. Oh, guck mal, bewegt sich schon. Mein Gott, was ist los? Das ist doch vielleicht gut, die 50 cm. Könnte natürlich auch sein. Oh, jetzt... Mann!
bitte. 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 Ein Fisch bitte. Einmal Fisch bitte. Schön mit Zitrone, bisschen Salz, in der Pfanne, schön mit Butter. Ja, lecker. Ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Thymian oder ein bisschen Rosmarin. Und dazu schön Püree. Kartoffelpüree. Oder einfach Fischstäbchen machen. Fischstäbchen. Och Gott. Guck, das ist schon wieder meine, ohne Spaß, meine Füße unten unterm Schreibtisch. Die zucken schon so, weil ich so denke, so, Mann, da muss doch mal langsam mal so Fisch dran gehen, ey. Aber es ist halt, ach jetzt, nee, doch nicht. Er bewegt sich. Er bewegt sich. Und, komm. Geh runter. Aber wenn man zu lange wartet, ist das Problem. Schon wieder so ein Scheißding. Nein. Oh, was ist denn? In frühen Morgenstunden am Modway River versteckt sich Welse gern in tiefen Höhlen. Wenn sie nicht gerne weit auswerfen, sollten sie bis ca. 10 Uhr morgens warten. Wenn sie die Täterste... Was? Okay, Welse gern in tiefen Höhlen. Wenn sie nicht gerne weit auswerfen, sollten sie bis... Nicht gerne weit auswerfen, aber ich werfe ja gerne weit aus. Eigentlich. Werfen sie direkt nach vorne aus. What? So dicke Dinger kriegt man hier? Level 3! Alter, okay. Warte, dann müssen wir mal kurz gucken, dass wir das einmal kurz machen. Zack. Weil hier wirft man auf jeden Fall nicht weit aus. Ah ne, bis 10 Uhr sollen wir erwarten. Nein. Mal kurz. Ah ne, warte mal. Sollen wir wirklich jetzt bis 10 Uhr warten? Ich probier's einmal mal kurz hier so. Zack. Kurz mal rein. 10 Meter. Nah dran. Easy peasy. Gucken wir mal. Was wir da für einen dran bekommen. Weil ich will natürlich so einen dicken Fisch in Wels. Hallo? Sowas habe ich noch nie geangelt. Oder erst ab 10 Uhr. Kann natürlich auch sein. Dran sind auf jeden Fall welche. Das ist kein Wels. Nein. Das ist kein Wels. Okay, warte, dann warten wir mal ganz kurz. Ich guck mal ganz kurz mal in den... wo war das denn mit der Uhrzeit? Uhrzeit, bitte. Uhrzeit. Bin ich jetzt so blöd? Wurf, Inventar, Route auswerfen, Karte, Einholgeschwindigkeit, Chat bewegen, Tiefe einstellen, einholen, Stunde vorspulen, T war das T. Da machen wir mal bis 10 Uhr. Gucken wir mal um 10 Uhr. Zack, 10 Uhr haben wir. Jetzt mal auch, wie gesagt, nur so ein bisschen. 11 Meter, gut, ist ein bisschen weiter als wie 10 Meter. Achten wir mal drauf. Wenn wirklich um 10 Uhr, oder was hieß das? Wenn sie nicht gerne auswerfen, warten sie bis 10 Uhr. Ich werfe ja gerne aus. Aber ich gucke einfach mal. Wir schauen mal. Wir können auch hier unsere Einholgeschwindigkeit noch erhöhen. Aber vielleicht kann auch dadurch sein, wenn man jetzt erhöht, die Einholgeschwindigkeit, dass der Fisch dann sich abreißt automatisch. Dass halt, sagen wir, der Haken so abgeht. Kann natürlich auch passieren. Das treibt mir zu weit weg, ey. Also bis jetzt hat sich noch gar nichts gezeigt. Oh, jetzt. Es... kann, wie gesagt, so viele Möglichkeiten sein, dass ich halt, wie gesagt, die Angeltiefe nicht richtig eingestellt habe, aber muss ja eigentlich von ausgehen, dass innen drin halt am tiefsten ist und außen natürlich am niedrigsten. 50 cm finde ich eigentlich eine okaye Höhe. Vielleicht muss man noch weniger einstellen, dass man nur 20 cm nimmt oder 30 nur. Das weiß ich alles nicht. Oder ob der Köder vielleicht für Brot für einen Wels falsch ist, dass halt lieber ein Wels mit Dingsbums geangelt wird. Wieder was Kleines, ey. Das ist doch kein Welt. Behalten. Na gut. So. Ich würde sagen,
machen wir erstmal Schluss. Ja, wir gucken beim nächsten Mal. Vielleicht informiere ich auch mich schon ein bisschen im Internet. Ja, ab was für eine Tiefe und was für einen Haken man nehmen muss, was für eine Größe, was für ein Futter und es gibt so viele Sachen. Wir nehmen müssen, um halt natürlich ein bisschen so die dickeren, die auch natürlich viel mehr Punkte einbringen, wenn man halt so größere angelt, anstatt so kleine Guppies, würde ich mal fast sagen. Müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen bei der ersten Folge beim, ich muss mal kurz gucken, Fishing Planet heißt das. Genau, Fishing Planet. Nicht Fish Simulator, sondern halt Fishing Planet. Bei Steam, wie gesagt, in der Beschreibung ist halt der Link dafür. Und da würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen nochmal. Bis denn. Tschüss.